Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute ist ja, wie es mal auf so einer ganz basalen Sache, wie ist so der Umgang mit Beziehungsproblemen? Und ich habe mir heute mal was aufgemalt. Ich hoffe, ich kann das gleich seitenrichtig, ist das sichtbar. Und zwar, also ihr habt ja Beziehungen und ja, logischerweise, wenn man auf dem Kanal ist, hat man Probleme mit Beziehungen. Wenn man keine Probleme hat, hat man keine Probleme, da ist man auf der Top-Seite quasi, ne? So, wenn du jetzt, ist alles so seitenverkehrt. So, wenn du jetzt Probleme hast, das ist jetzt, fangen wir mal also mit dieser Seite hier an. Da, wo die gestrichelte Linie ist. So, wenn du jetzt Probleme hast, dann kommunizierst du mit deinem Partner. Das ist, also man muss natürlich kommunizieren, also viele kommunizieren nicht mal richtig so. Oder ist überhaupt viel, aber das ist ein ganz, das ist ein anderes Video. Echte Kommunikation erfordert so viel mehr als einfach nur reden. Es erfordert Ehrlichkeit, Authentizität und, aber lassen wir das mal außen vor. Man kommuniziert mit dem Partner und der auch mit einem selber. Es ist ja nicht immer nur, dass der Partner der Böse ist, so, ne? Das heißt der Böse. Also das ist ja oft eine beidseitige Sache, dass beide nicht so richtig reden. Also man redet, es wird ausgeräumt und die Beziehung läuft wieder. Und diese Schleife, also in gesunden Beziehungen läuft man diese Schleife eigentlich immer wieder so, ne? Also mal mehr, mal weniger. Aber das ist eigentlich wie normale Beziehung so läuft, dass eine Beziehung immer top ist, ist ja irgendwie auch Quacke so, ne? So, dann kommen wir mal zur anderen Seite. Du kommunizierst und es gibt keine Änderung. So, das ist ja jetzt so quasi die toxische Seite so. So, also es gibt keine Änderung. Also wie gesagt, ohne Kommunikation darfst du da gar nichts erwarten. Nur, dass du denkst, jemand sollte sich so und so verhalten. Deswegen verhält er sich nochmal lange nicht so und so. Also musst du schon sagen, was du willst, ne? Das ist echt total wichtig. So, wenn es jetzt keine Änderung gibt, hat man drei Möglichkeiten, wie man hier sieht. Weitermachen, Aufgabe, Trennung. Also ich werde jetzt mal nicht ewig hier reinhalten. Also weitermachen, Aufgabe, Trennung haben wir. Weitermachen ist das, was die meisten erstmal machen. Also man weiß eigentlich, es bringt nichts. Und man läuft aber wieder in diese Schleife rein. Also es hat sich nichts geändert. Ich kommuniziere wieder keine Änderung. Ich kommuniziere wieder. Und werde da zunehmend verzweifelter oder selber auch angespannter, aggressiver teilweise. Es geht einem schlecht. Das ist aber erstmal, was die meisten probieren, weil man für die anderen beiden Sachen eigentlich nicht bereit ist. Also sozusagen es einfach so hinzunehmen, dass der Partner so ist, wie er ist. Dazu ist man eigentlich nicht bereit und zu einer Trennung ist man auch nicht bereit. Und dann landet man halt erstmal beim Weitermachen und durchläuft dann ja viele Runden, ne? Gerade in toxischen Beziehungen sagt man ja 10 bis 15 Runden, wenn man es nicht vorher auf Hilfe stößt. Reibt sich da sehr auf, aber auch dieser Teil gehört zur Beziehung dazu, ne? Man mag den Partner ja und versucht es natürlich immer wieder. Auf alle möglichen Weisen so. Wenn man jetzt irgendwann festgestellt hat, also es geht nicht weiter, dann denkt man sich, okay, was mache ich denn jetzt? So, dann steht man jetzt, dann wird es wirklich blöd, weil dann hat man sozusagen noch Aufgabe und Trennung. Und dann kommt man, da unten habe ich ja Sackgasse runtergeschrieben, mit dieser Sackgasse, weil man sich beides eigentlich nicht vorstellen kann. Man kann sich nicht vorstellen, wenn einem so einer so richtig durch den Kakao zieht, was nicht hinterm Rücken, schreibt mit anderen Menschen, betrügt, ich weiß nicht was. Grenzen nicht respektiert, überhaupt einen nicht respektiert. Kann man sich einfach nicht vorstellen, dass man das weiter aushalten kann. Das heißt, dieses Gefühl, ich gebe auf, kann man sich nicht vorstellen. Und Trennung kann man sich eben auch nicht vorstellen, weil man total
drin hängt, ob das jetzt ist, weil man den wirklich so toll findet, ob man den anderen auf den Podest stellt, ob man das Ego so drin hängt aufgrund von Status, den der andere hat, vermeintlichen Status häufig, ob man mal einfach das Gefühl hat, ich habe den so Verlustängste, ich kann mich auf gar keinen Fall trennen. Also dann hängt man in der Sackgasse und das ist eigentlich der Moment, wo man auf meinen Kanal kommt, wo man sagt, verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt? Ne? Es ist beides geht nicht und das ist auch das Thema in ganz vielen Gesprächen, die ich mit Klienten führe, dass sie dann sagen, ja, also so geht's nicht weiter und trennen geht nicht, will ich nicht, aber weiter geht's so auch nicht, aber trennen will ich mich auch nicht, aber weiter geht's auch nicht, aber trennen will ich mich auch nicht und das ist halt dieser ätzende Zustand, ja, wo es natürlich Wege raus gibt, aber es ist nicht einfach. Ne? Es gibt keine Pille, die man schluckt und dann läuft das. Und ja, was kann man da jetzt machen? Also man muss an einem dieser Punkte ansetzen. Also entweder man sagt, ich bringe mich in einen Zustand, wo ich das aushalten kann, oder ich bringe mich in einen Zustand, wo ich mich trennen kann. So, ne? Wenn ich jetzt, also viele versuchen dann erstmal als nächstes sich einen Zustand zu bringen, wo sie es aushalten können. Ne? Die sagen sich dann, ja, jeder hat seine Fehler. Keine Ahnung, wenn ich so an, wenn ich den anderen nur genug liebe, dann hört er schon damit auf irgendwann so. Und also ist völlig in Ordnung, das zu probieren. Und ja, ich denke manchmal auch, wenn man so der Dalai Lama wäre oder was weiß ich wer, dann könnte man sicherlich auch, also ich glaube, man kann jeder Beziehung leben, also klar muss man sich trotzdem abgrenzen, aber wenn einem ja, vielleicht ein Zustand erreicht hat, wo man, weiß ich nicht, wo man völlig egofrei ist, das innere Kind ist völlig und das alles ist easy und ich kann mit allem leben, ich bin so meiner, natürlich könnte man dann auch es weiter aushalten, nur erstens kommt man da so schnell nicht hin und zweitens, wenn man da wirklich hinkommen würde, wäre man auf so einer hohen Schwingung, dass man eigentlich gar kein Match mehr wäre für so eine Beziehung und es dann wahrscheinlich man es nicht mehr wollen würde. So, ne? Ja, und dann muss man irgendwann sagen, es ändert sich nicht, es ändert sich nicht. Und dann ist die Frage, geht man wieder zurück zum Weitermachen, wieder eine Kommunikationsschleife, ein Buch kaufen über Bindungsangst, ich weiß nicht was, Buch kaufen über Narzissmus, whatever, über was auch immer, was man da meint, was der andere hat, Borderline, Narzissmus, ich weiß nicht was, es ist ja alles auch nur Begriffe irgendwie, ne? Das ist vor allen Dingen, ist auch immer wieder das Problem, was man unter Umständen die Probleme, die man selber reinbringt, auch gerne mal übersieht so und das manchmal auch gerne auf den anderen projiziert, so das kommt natürlich auch vor, aber gut, lassen wir das auch mal außen vor. Ja, und irgendwann, also gerade in diesen hochtoxischen Beziehungen ist einfach, ja, das Schicksal will einen einfach dahin haben, dass man sich mal seinen Verlassenheitsängsten stellt und ja, und dann muss man halt gucken, kann ich mich trennungsreif machen, so, ne, und das ist halt also dieser Prozess, das zu entscheiden, wo bin ich überhaupt in einer toxischen Beziehung, welche Möglichkeiten habe ich da, ja, das ist die Arbeit vom Liebeschip, von mir quasi und dann halt also entweder, das gibt natürlich, das ist alles jetzt nicht so 0, 1, 2, 3, ne? Das sind natürlich 1000 Abstufungen, also wirklich rauszufinden, ist es eher gesunde oder eher nicht so gesunde Beziehung, so kann ich mir noch leisten, dann noch so ein paar Runden zu drehen und nochmal zu gucken, also weitermachen. Dann geht, glaube ich, jeder mal durch so eine Phase durch, kann ich es einfach aushalten. Und, ja, und dann kommt man vielleicht in die Phase, okay, ich muss Trennungskompetenz erwerben. Man kann sich auch theoretisch nach einer Trennung ja auch nochmal eine Änderung ergeben, weil der andere dann vielleicht doch denkt, ja, aber gut, das wisst ihr aus meinen anderen Videos, kommt selten vor, bis gar nicht. Aber ja, dann geht es eben darum, ja, sich in so einen Zustand zu bringen, was vielleicht das Universum von vornherein von einem wollte, wo man seine eigene Verlustangst bearbeitet, Selbstliebe, seine Frequenz lernt zu verändern, beziehungsweise Liebeschip umprogrammiert, ein anderes Wort dafür auch, um
ja, nicht mehr in diese Sackgassen zu kommen. So, ne? Und das nächste Mal, wenn man in so einer Sackgasse steckt, vielleicht auch schneller reagieren zu können. Das ist ja nicht immer so, dass man nur einmal in so eine Erfahrung gerät. Ja, und das ist eigentlich die Arbeit, die wir hier machen, so, ne? Also sich so weiterzuentwickeln, dass man diese Sackgassen bewältigen kann. Ja, genau. Was gibt's noch? Ja, wird ein paar spannende neue Videos geben, so ein bisschen was aus meinem Leben auch. Und dann wird es nächste Woche ist geplant, ein Video mit Liebeschip und die für Schwule. Also was sagt so die Schwule? Hätte ich jetzt fast gesagt, Community, weiß ich nicht. Also was, wie was für Erfahrungen gibt es da in schwulen Beziehungen? Da führe ich mal ein Interview. Und ja, wir haben so einiges Cooles Neues, glaube ich. Würde das auch gerne nochmal machen für lesbische Beziehungen. Da fehlt mir aber noch so die richtige Person. Und ja, weil das habe ich jetzt mehrfach erfahren, das ist eben auch, ja, was ja auch so gedacht ist, eben nicht nur in heterosexuellen Beziehungen natürlich ein Thema ist, sage ich mal. Genau. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer an, gibt immer noch die E-Mail fragen@eheberatung.info oder halt über ein Formular auf liebeschip.de könnt ihr das gerne senden. Ja, wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ach so, ab Juni wollte ich auch wieder die eine oder andere persönliche Session machen. Gibt es ja die Möglichkeit, wohl in Hamburg, dann in Bayern, da in Murnau in der Nähe von München und wohl auch in Berlin. Genau. In diesem Sinne, also übrigens meine, genau, die alte Paartherapie-Seite, die ich mal hatte, die findet ihr übrigens jetzt auch auf Liebeschip. Müsst ihr da oben auf Paartherapie klicken. Ja, wir hören uns bald wiedersehen.